ihr könnt ein Projekt durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich Navigerät fest hier in mein Fahrzeug eingebaut habe, beziehungsweise nein, ich möchte euch zeigen, wie ich es nochmal ausbaue und schöner mache. Der Hintergrund ist einfach der, ich habe mir ein neues Navi gekauft und mir gefällt es jetzt nicht, wenn es da mit so einem Saugnapf da an der Scheibe dran ist. Ich habe hier bei meinem BMW so eine geschickte Klappe und da habe ich vorher schon mal ein kleineres Navi drin gehabt, aber das war auch nicht so schön eingebaut. Und jetzt mit dem neuen habe ich mir überlegt, dass ich mir einen schönen Rahmen mache und das einfach ein bisschen optisch schöner einbaue. Ich habe das dann gestern auch ausprobiert. Ja, war eine riesen Sauberei, weil ich so mit Styropor, sage ich mir mal, so einen Rahmen gebaut habe und mit Kunstleder überzogen habe. Und ich fand eigentlich, es sieht ganz gut aus. Nur, ich habe da ein bisschen Erfahrung jetzt gesammelt, wie man das machen muss. Und finde, ich kann es noch ein bisschen schöner hinbekommen. Deswegen baue ich das jetzt nochmal aus, mache die Halterung nochmal neu. Und dann habe ich gedacht, Mensch, es ist vielleicht was für euch, dass ihr mal seht, wie man sowas denn bauen kann. Dass es einfach nicht so eine 0815-Geschichte ist mit dem Saugknopf, sondern eben ein bisschen optisch ansprechender ist. Aber viel Blabla. Ich baue das Ding jetzt einfach mal aus. Das ist einfach, am besten, ich stecke es aus, schalte es wieder ab. So, ich habe das hier einfach so reingespannt und rangeklebt. So. Das kann ich jetzt mal ausstecken. Ich zeige euch mal, ich zeige es euch nachher drin, wenn ich das neu mache. Das ist vielleicht, kann man es besser filmen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das ausgesehen hat. Das ist also rein nur so Styropor. Das ist nur reingeklemmt. Das machen wir mal weg. So, und dann habe ich einfach nur das Styropor verkleidet mit diesem Kunstleder. Und das einfach auch noch mit doppelseitigem Klebeband hingeklebt. Das hat einfach frei funktioniert. Gut gehoben. So, das war das schon. Ich mache mir jetzt da ein neues. Ich habe hier nochmal Styropor. So, jetzt probieren wir es mal im Auto, wie es reinpasst und dann können wir es anpassen. Okay, so soll es wieder rein. Das heißt, jetzt fehlt definitiv die Schräge. Die machen wir jetzt mal.
So, jetzt habe ich den Rohling mal soweit fertig. Ich habe das noch ein paar Mal ein bisschen sauber nachgeschnitten. Im Auto immer ein bisschen angepasst und mit dem Tapetenmesser. Also da müsst ihr aufpassen, wenn ihr das aus dem Halter rausnimmt, dass er euch nicht schneidet. Aber man kann halt so feiner arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja. Sieht jetzt soweit ganz gut aus. Das heißt, jetzt fange ich an mit dem Bekleben von dem Stoff. Oder nicht Stoff, sondern Kunstleder ist eigentlich. Bei meinem ersten Versuch hat sich das echt bewährt mit dem doppelseitigen Klebeband. Deswegen mache ich das jetzt gerade nochmal. Jetzt habe ich hier mein Kunstleder. Gucken wir mal. So. So, jetzt habe ich das mal bezogen. Jetzt kann ich mal einschneiden und die Kanten hier reinbiegen.
So, das sieht doch erstmal so gar nicht schlecht aus. So, jetzt habe ich das mal soweit fertig. Jetzt mache ich das ins Auto rein und dann bin ich mal gespannt, wie es da innen drin aussieht. Jetzt gucken wir mal, wie wir es reinkriegen. Er hat Kabel erst noch einstecken. So, also ihr seht, das Ding sieht schon ganz gut aus. Jetzt gucken wir mal, ob es überhaupt noch funktioniert. Aha. Sehr gut. Wackeln tut es auch nicht. Perfekt. So, jetzt putze ich noch das Auto ein bisschen und dann zeige ich es euch noch mal von nahem, weil so kann ich das nicht zeigen. So, jetzt schauen wir es uns mal noch genauer an. Also so sieht jetzt diese Blende oder diese Halterung aus. Von der einen Seite ist sie noch offen, ist aber auch gut, weil da kann man reinlangen und man kommt immer noch an den Hauptschalter ran. Und man kann auch das Kabel dann da hinten verschwinden lassen. Auf der anderen Seite, schauen wir mal, da ist jetzt so ein bisschen noch von dem Lederding als Sichtschutz. Ja, und so sieht es aus. Was mir jetzt halt nicht ganz gefällt, das ist das mit dem Kabel, mit dem Zigarettenanzünder. Mal sehen, ob ich mir da noch was Besseres einfallen lasse. Aber, also so schlecht finde ich das jetzt gar nicht. Ich finde es ganz gut. Auch mit dem schwarzen Kunstleder, das passt gut zum Gesamtoptik von dem Fahrzeug. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung für dieses Navigationsgerät. Ich finde es echt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe meiner Tochter schon zum eins gekauft. Jetzt habe ich mir den Nachfolger dazugelegt und mit der Sprachsteuerung. Also das ist echt genial. Ich zeige das mal. Sprachsteuerung. Navigation. Okay, weiß nicht, wie es geht. Sprachbefehl heißt es. Ah, shit. Okay. Sprachbefehl. Sprechen Sie einen Befehl. Adresse suchen. Sagen Sie eine Adresse in Deutschland. Zurück. Hauptmenü. Stadt suchen. Welche Stadt in Deutschland? Berlin. Sagten Sie Berlin? Ja. Wählen Sie eine Zeilennummer. 2. Möchten Sie die Navigation beginnen? Ja. Neue Route starten oder als nächsten Stopp hinzufügen? Neue Route starten. Sprachsteuerung. Ich vergesse immer das Wort, das gibt's doch gar nicht. Sprachbefehl. Sprachbefehl. Sprechen Sie einen Befehl. Karte ansehen. Auf die nächstgelegene Straße fahren. So, jetzt habe ich auch hier das Navi eingebaut. Ich bin jetzt auch schon am Ende mit meinem kurzen Video über den Bau von so einer Navi-Halterung oder so einem Navi-Einbau. Ich hoffe, euch hat mein kurzes Video gefallen. Ich bin jetzt natürlich kein Sattler oder irgendwas. Ich mache das halt so, wie ich mir das so ausdenke. Ich finde aber, es ist ganz gut geworden. Also mir gefällt es ganz gut. Wenn es euch auch gefällt, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und schaut doch einfach mal bei mir im Kanal vorbei.